Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Hallo zusammen. Ja, ich bin auf der neuen Version 3.4. Gibt ja einige Probleme mit dem Verschwindemod, dass jetzt wohl Fehler auftreten. Ich hatte auch, dass meine Sachen, die ich verschwinden lassen habe, hier wie zum Beispiel hier auf der Ecke. Der Zaun war wieder da und so weiter. Und unten bei der Glasfabrik war auch der Zaun wieder da. Wie gesagt, solche Sachen sind wieder da. Teilweise muss man den auch rausnehmen. Und dann in das Spiel neu starten und dann wieder, das hatte ich nicht. Nur meine Sachen sind einfach wieder da gewesen, genauso wie hier. Den Zaun hatten wir auch hier vorne weggekommen, sonst. Und auch die Leitplanke. Sonst kommen wir hier ja gar nicht rein. So, das so kleine Probleme, die beim Update kamen. Der Mod ist jetzt noch nicht aktualisiert worden vom Achim. Ne, das waren nur Blumen. Mal gucken, wo noch irgendwie was, wenn ich was gelöscht habe, was jetzt wieder da ist. Aber wir haben ein paar Produktionen. Also wir haben einmal, was uns ja wichtig war, hier die BGA. So, die Kollision ist weg. Wenn wir jetzt F4 anmachen, ist die weg. Also können wir hier auch, habe ich hier auch schon mal einen Kurs eingefahren, um die G-Reste abzuholen. So, dann hatte ich noch, haben wir ja das große Silo hier hinten stehen. Jetzt habe ich mir überlegt, wir müssen ja auch von hier reinfahren können. Sonst können wir ja nur von der anderen Seite. Jetzt habe ich hier mal nicht auf gelben Kurs oder Nebenkurs, sondern normalen Kurs gemacht. Hier nochmal ein bisschen verschoben und kann hier dann auch von dieser Seite reinfahren. Und dann hier entweder abholen oder anliefern. Dann haben wir Produktion neu. Die Fischfabrik haben wir schon gewusst, die ist neu. Komm, geh auf. Produktion, die Fischfabrik. Fischfabrik, genau. Die ist auch nicht so klein, nur ich wollte sie jetzt hier nicht mehr hinsetzen erstmal, weil wir haben ja das Feld erstmal größer gemacht. Ich würde die gerne einmal drehen, glaube ich. Dann habe ich geschaut, hier vorne hin, wo normalerweise die Raffinerie hinkommt, aber nochmal gerade. So, dass wir die vielleicht hier so reinstellen. Jetzt mit dem Zaun. Gucken wir mal die Ecke hier vorne an. Nicht so weit. Jetzt haben wir aber genau die Laterne da stehen. Aber die können wir ja zur Not noch löschen. So, wenn wir das jetzt hier so platzieren. Zack. Und einmal dahin springen. Ja, speichern mal ab. Ich hoffe, das war jetzt vernünftig. Sonst hätte ich ein Problem. So, Fischfabrik. Besuchen.
So. Dann müssen wir hier ja erstmal alles wegnehmen. Die Laterne, den Pinöppel, die Straße bitte nicht. So. Leider kriegen wir die hin. Nein. Das hat sich auch abgedatet. Wir kriegen jetzt auch zwischendurch Missionen rein. Von wegen Feuerwehr. Ab und an können wir es ja gerne mal machen, aber jetzt haben wir ja ein bisschen zu tun. So, den Pfosten, den lasse ich noch. Der passt doch rein. Den Leitpfosten hier können wir leider nicht, weil der keine Kollision hat. Ne? Ja. Dann ist es die Straße. Und die wollen wir ja nicht ausblenden. Wundert mich, dass er... Dann sieht das nämlich so aus. Aber wir können es hier einfach wieder herstellen. Zack. So, dann haben wir hier die Fischfabrik. Ich gehe mal einmal rum hier. Das Tor. Ja gut. Das ist ja dazu. Ist ja nicht davon. Webt hier wieder was? Nee, das ist die Kante. Dann nehmen wir mal hier den Pott weg. Der sieht nämlich aus, als würde da so nicht hinpassen. So, den dahinter können wir lassen. Hier ist Abwasser. Hier ist Wasserannahme, schätze ich mal. Und dann hätten wir sogar eine zweite Ausfahrt, hier rauszufahren. So, das können wir hier so lassen. Wenn die Aschentonnen hier noch Kollisionen hätten, dann könnten wir die auch wegnehmen. Aber wie ihr seht, dann könnten wir nämlich hier hinten den Zaun auch wegmachen. Wären vielleicht auch nicht so schlecht gekommen. So. Hier haben wir einiges zum Anliefern wieder. Wir gehen mal rein. So, Schollenfilet, Heringstomatensoße und Krabbensalat. So, Eier haben wir auf jeden Fall zu Genüge. Mehl, und Mehl kriegen wir jetzt auch mal los. Rapsöl, Sonnenblumenöl. Elektrische Ladung, Heringe, Tomatensoße, Mayonnaise und Zucker. Wie spät haben wir? Wir sind gerade an 9 Uhr vorbei. Ne, dann schalte ich die noch nicht ab. Wir schauen mal, mit was wir die alles beliefern können. Wasser auf jeden Fall. Und palettenmäßig müssen wir gucken. Ne, dich brauche ich erstmal nicht. Oh, wir stehen hier im Weg. Schüttgut? Ne, Schüttgut braucht er nicht hin. Also fahr doch jetzt erstmal zum Zentrallager Werkstatt. So. Dann bist du hier aus dem Weg. Hier habe ich mal ein Display hingestellt. Wir haben jetzt mittlerweile 93.000 Lavendel schon angeliefert. Und Sorghumhirse die 100.000. Ein paar Steine, Mohn und Gras. Er möchte wieder abgetankt werden. Der Abfahrer ist da drüben. Und der ist jetzt auch voll. Ja, hier Feld 47 bin ich bereits am Mähen.
Und du hast die letzte Gülle angeliefert, dann kannst du jetzt auch erstmal wieder zurück, Haupthof, Werkstatt. Ja, der macht sich auf den Weg. Du bist dahin auf dem Weg. Das war das Schneidwerk. Und jetzt kannst du mal zu Paletten und dann können wir mal schauen, was wir alles zur Fischfabrik hinliefern werden. So, Paletten, Fischhering und so weiter können wir ja anliefern. Wir gucken noch mal, ups. So, besuchen. Produktion. So, da brauchen wir nicht Zucker, können wir mitnehmen. Krabben und Scholle. 150, das ist ja schon mal eine Ladung. Scholle und Heringe. Er hat abgetankt, er wartet noch. Kühl. Scholle und Heringe. Da haben wir ja genügend da. Ne, das wäre ein bisschen viel. So, okay. Ach, er lädt auf sofort. Gut. Und dann auch Heringe. Auch 150. Passen wieder. Die eine passt schon wieder nicht drauf. Fahren wir mal raus. Was ist denn da noch für eine Dings drin? Eine Palette. Die hatte doch gar nichts zu suchen. Die hat so eine komische Kollision, ne? Du kommst erstmal mit. Was ist das für eine Palette? Ich kann damit nichts anzufangen. Nur Zierde. So. Schauen wir mal, dass wir die Paletten hier aufgeladen bekommen. Und dann sollten wir auch alle mitkommen. So, und du auch noch. Dann fahren wir mal zur Fischfabrik. Ist ja gleich die Straße hier runter. Ups. So, angurten, damit die nicht gleich durch die Gegend fliegen. Weil wir haben ja jetzt noch keinen AD-Punkt da. Hätten wir jetzt zum Brauerei schicken können, aber
Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Gerettet, gerettet. Gott sei Dank. Der gute Fisch wurde durchgeschüttelt. Ach, die Paletten können wir uns auch mal angucken. Die sollen ja jetzt auch 5000 wert sein. Dann könnten wir die Gitterbuchsen auch wegnehmen. So, gucken wir. Nehmen wir das nur als Einfahrt, würde ich sagen. Machen wir mal einen Nebenkurs. Und fahren hier rum. So, wir haben hier einen Platz. Was kommt da hin? Das steht hier drauf. Zucker, Mehl, Eier, Tomatensoße, Ratzöl, Sonnenblumenöl. Also nicht der Fisch. Dann fahren wir hier mal weiter rum. Jetzt hat er ausgeschaltet. Verdörre nochmal. Und dann fahren wir trotzdem einmal. Kommt der Fisch hier hin? Ne, hier ist die Entnahme der Paletten, also Ausgang. Könnte hier hinkommen, richtig? Ja, hier werden sie schon runtergenommen. Okay. Ist aber jetzt erstmal egal. Ich würde gern hier nämlich weitergehen. Nein, falscher Punkt oder falsche Farbe. So, einmal hier dran vorbei. Noch nicht. So, ich weiß nicht, was man rausgeht. Kompost oder Schweinefutter. Hier können wir nur sagen, Abwasser. Da können wir auch nur mittig fahren. Hier wird es zu eng. Und hier eigentlich auch. Da werden wir nicht zwei Kurse nebeneinander machen können. Wir müssen aber hier, und können wir schon, ziemlich nah rangehen. Und können dann von hier aus sagen, wir fahren hier wieder raus. Jetzt nehme ich mal die einfache Variante, dass wir hier links rumfahren. So. Passt das? Ja. So, alles weg. Dann können wir den erstmal mit dem verbinden. So, Feld ist eh abgeerntet. Dann gucken wir, dass wir den hier noch anschließen. Ich würde sagen, komm, wir nehmen die dreimal weg. Gucken wir den, dass wir den ein bisschen zurückziehen. So, dann wird er hier so rum. Und dann ziehen wir dann von hier aus. Können wir am besten hier drauf fahren. Der nimmt uns die ja ab.
holen wir uns dann einen Kurs oder einen Punkt, setzen wir uns jetzt hier. Machen wir einmal aus und wieder an. Warten wir mal kurz. Die werden gar nicht angezeigt, okay. Ne, überhaupt nicht. Ja, müssen aber kühl gelagert werden, also müsste da ja ein Kühlhaus oder so sein. Und dann fahren wir hier einfach geradeaus. Der hat schon wieder abgebrochen, genau. Einmal aussteigen und dann beendet er. Weiß nicht, ob er die Kurve noch macht, um besser rauszukommen. Rückwärts, dann haben wir ja die ganze Fischfabrik schon eingefahren, aber die Punkte müssen wir noch haben. Das war der Punkt, den ich haben wollte, um dann Fischfabrik vorwärts, ne? Fischfabrik. Fischeingang. Hier müssen wir den noch verbinden. Da können wir quasi den ersten mal löschen und den mit dem verbinden. Der kann weg. Sollen wir den schon nehmen oder nehmen wir den? Komm, lass uns mal den nehmen. Fischfabrik. Paletten. Eingang. So. Der ist da. Jetzt einmal schauen. So. Was haben wir denn als Abwasser? Kompost kriegen wir daraus, okay. Kompost kriegen wir raus, gut. Dann sollten wir ja hier den hier einmal mal ab. Die Kompostabholung. Kurs machen. Ich würde wahrscheinlich auch von denen separat machen. Noch einen Punkt und dann würde ich hier gucken, dass ich hier wieder drauf komme. So, dann können wir doch mal schauen,
ob er von hier aus zum Zentrallager kommt. So. Palettenausgabe, genau dahin. Oh, nicht alleine. Mit Anhänger bitte. Und mit Trailer. Hier müssen wir dann Punkt Abwasser machen, aber das können wir später auch noch. Er wird entscheidend sein, da den Wasserpunkt zu nehmen. Aber hier wird es mit dem zweiten Kurs, der geradeaus geht, auch schlecht. Oh oh. Ja, so nicht. Aber gut. Wissen wir Bescheid, da müssen wir viel weiter rumziehen. So, und dann gucken, ob er auch reinkommt. Der hat auch erstmal was. Was sind unsere Brecher? Sind die am Fahren? Ja, sind beide am Fahren, das ist gut. Die könnten wir eigentlich nach drüben setzen. Was die Wiesen sollten. Was war die Mission? Wenn Bahnen pressen. Okay, dann brauchen wir den Kurs ja nicht. Dann können wir den ja auch rausschmeißen. Können dann hier neu ansetzen. Neuer Kurs. Generieren. Und starten. Ja. Dann hat er auch wieder was zu tun. Du kannst dich reparieren. Ja, gut. Dich wollten wir aber einmal nach 5 und den mit dem Wasser holen. Gucken, wer dann schneller hier ist. So, Fischfabrik können wir auch mal eben anschalten. Was machen wir? Eine Linie. Wir brauchen hier Wasser, Zucker, Strom, Paletten, Papier, Kartons. Hering brauchen wir, die Tomaten und hier die Mayonnaise. Also würde ich sagen, wir machen erstmal die Schollenfilet an. Dann haben wir natürlich hier vorne jede Menge Sachen angezeigt bekommen. So, wir nehmen mit, würde ich sagen, Leerpalettenkarton. Leerpaletten werden wir nicht 100, werden wir 100.000 vielleicht haben. $150.50 würde vielleicht gut passen. Machen wir dich mal aus. Ups. So, Karton haben wir nur, haben wir gar nicht so viel. Nehmen wir mal 10 Paletten mit. Papier. Leerpaletten können wir auch erstmal, okay, nehmen wir auch mal 50.000 mit. Und dann Papier.
Da passen nicht mehr rein. Da hätten wir dann aber mehr. So. Ich glaube nicht, dass wir von den Sahnesoße irgendwas haben. Senf, Mayo, Tomatensoße. Nee, haben wir nichts hier. Zucker können wir noch mitnehmen. Zucker haben wir auf jeden Fall. Aber auch nur. Dann macht leer. Eine Zuckerfabrik hätten wir auf jeden Fall was. So, Eier können wir auch noch mitnehmen. Dann können wir gleich mal schauen. Ja, sind immer 30.000 mit. Und dann schicken wir ihn mal jetzt auf Reise zur Fischfabrik. Paletteneingang. Machen. Wir starten den Motor. Und schauen wir mal, ob er da hinkommt. Der LKW müsste hier angekommen sein. Genau, dann nehmen wir uns den. Den Tank hier mit und holen Wasser. Dann sagen wir aber, er soll Wasser beim Klärwerk. Und dann zur Fischfabrik Paletteneingang bringen. Der ist auch noch nicht da. Können wir nochmal einen Blick werfen, was hier los ist. Weiß nicht, wie voll ist der eigentlich hier. Warum fährst du den hinterher mit 96%? Muss ja nicht sein. Oh. Hier müssen wir mal helfen. Ich glaube, der bleibt da gleich da vorne auch nochmal hängen. Weil die Leitplanke ihn hier dann stört. So, hier will er schon mal anecken. So, und ab hier kannst du wieder selber fahren. Ja, der muss erstmal Wasser holen. So, er ist aber hier angekommen. Zack. Und hier sollte ja einiges jetzt weggehen, da oben. Mehl fehlt noch. Ach, das war kein Zucker, das war Mehl, ne? Dann nimmt der Zucker ja auch gar nicht an. Mhm. Leerpaletten. Hat er jetzt auch nicht angenommen. Doch, Zucker musste doch hier hin. Wo kommen denn die Sachen hin? Gucken, lesen wir nochmal.
Also Ei, Mehl, Zucker, Tomatensoße, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Also keine Dings. Wo kommen die hin? Da müssen wir doch noch ein Plätzchen machen. Hier hinten war Wasser und Abwasser. Ja, kommen die auch hier dran? Steht jetzt hier. Cholle-Hering, Gramm Mayo, Leerpaletten, Kartons und Papier. Okay. Können wir ja nicht nur seinen Fischeingang. Okay, dann muss ich mir da ein bisschen was noch überlegen. Wir gucken mal hier, dass wir... Ah Gott, und jetzt tauchen die auch hier auf. Ja, Papier wird voll gemacht. So, jetzt sollten wir nur mal gucken, dass wir hier vernünftig rauskommen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.